Außerdem habe ich mir schon ein bisschen Cashewsahne vorbereitet. Das sind jetzt 100 Gramm Cashews auf 500 Milliliter Milch. Wasser. Hallo Tierfreunde und willkommen zu diesem Kochvideo. Demnächst ist ja Valentinstag und soweit ich mich erinnere, habe ich die letzten Jahre zu diesem Tag eigentlich nie was gemacht. Entweder weil ich keine Lust hatte oder weil ich es einfach vergessen habe. Und soweit ich weiß, gab es letztes Jahr auf YouTube, zumindest in meiner Abo-Box, größtenteils Süßigkeiten, halt immer irgendwie in Herzform. Und ja, das ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man sich die Geschichte vom Valentinstag mal anguckt. Denn ja, der ist in Deutschland zumindest auch erst richtig bekannt geworden durch Süßigkeitenfabrikanten, zumindest unter anderem. Darum machen wir heute ein schönes Valentinsgericht, quasi keine Süßigkeit, sondern etwas Schönes mit Gemüse. Und zwar gibt es eine Fenchel-Rote-Bete-Pfanne mit Herz. Los geht's. Ich habe mir schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar habe ich hier ungefähr 500 Gramm Rote-Bete im Ganzen mit Schale gekocht. Das geht am besten in so einem Schnellkochtopf. Und dann ganz einfach geschält. Die brauchen wir gleich. Außerdem habe ich mir schon ein bisschen Cashewsahne vorbereitet. Das sind jetzt hier 100 Gramm Cashews mit 500 Milliliter Wasser schön fein püriert. Im Harexco in diesem Fall. Und ja, davon werden wir alles brauchen. Ungefähr die Hälfte. Und den Rest könnt ihr einfach nochmal später verwenden. Ich mache einfach mal ein bisschen mehr, weil ich erstmal ein bisschen was auf Vorrat haben möchte. Und außerdem lässt sich eine größere Menge im Mixer auch viel leichter pürieren. Dann habe ich hier erstmal eine Zwiebel. Die könnt ihr einmal halbieren. Und dann in Scheiben schneiden. Außerdem habe ich hier ein Fenchel, das sollten jetzt ungefähr 250 Gramm sein. Da könnt ihr die Stiele von abmachen, habe ich jetzt hier auch schon gemacht. Das Grüne könnt ihr auf jeden Fall behalten. Könnt ihr nachher ein bisschen klein hacken und als Deko verwenden. Die Fenchelknolle halbieren wir erstmal und vierteln sie. Dann kommt der Strunk raus. Und genau wie die Zwiebel könnt ihr sie dann einfach in feine Streifen schneiden. Das könnt ihr erstmal beiseite stellen. So, jetzt geht's an die rote Beete. Die könnt ihr in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Dann braucht ihr jetzt so eine Keks-Ausstechform. Ich habe jetzt hier natürlich eine Herzform und die kleinste, die ich zu Hause hatte. Ihr könnt auch größere nehmen, aber für das, was wir vorhaben, auf jeden Fall ist eine kleine günstiger. Und erstmal diese Randstücke, also wo hier noch so ein bisschen ja, was Bergiges drauf ist sozusagen, die müsst ihr nicht unbedingt verwenden, sondern am besten immer die, wo beide Seiten glatt abgeschnitten wurden. Je nach Größe kriegt ihr dann pro Scheibe 1 bis 2 Herzen raus. Und die Herzen könnt ihr dann auch gleich mal in eine extra Schüssel legen. So, die Herzchen hier könnt ihr jetzt erstmal beiseite stellen. Und die ausgestochene rote Beete könnt ihr jetzt ganz einfach in möglichst kleine Würfel oder Stückchen schneiden. Aber das kann wirklich solche Größe sein, dass das richtig, richtig kleine Würfel sind. Und die gebt ihr dann erstmal in eine extra Schüssel. Ich hatte jetzt übrigens relativ kleine rote Beete. Beim letzten Mal hatte ich eine große, da habe ich auch aus einer Scheibe mal 2 oder 3 Herzen ausstechen können. Hier ist es jetzt wirklich aus jeder Scheibe nur ein Herz, aber das reicht auch auf jeden Fall aus. Dann könnt ihr noch einen kleinen Schuss Essig dazu geben, zum Beispiel Weißweinessig, Apfelessig. Ich habe jetzt hier ein bisschen Balsamico, wirklich nur einen kleinen Schuss. Einmal die rote Beete damit marinieren und beiseite stellen. Und dann braucht ihr einen Topf oder vielleicht auch eine Pfanne mit hohem Rand und gebt dort einen Esslöffel Kokosöl rein und lasst das Ganze schon mal heiß werden. Und sobald das Öl heiß ist, könnt ihr auch euren Fenchel und eure Zwiebeln reingeben und ganz kurz erstmal anschwitzen. So, der Fenchel kann ruhig auch ein bisschen Farbe nehmen. Natürlich nicht zu viel. Und nach ungefähr 5, 6, 7 Minuten könnt ihr das Ganze auch aufgießen und zwar mit 200 Milliliter Kokosmilch. Das heißt, das ist ungefähr eine halbe Dose. Ich mache jetzt noch einen Teelöffel Thymian rein.
und ein Teelöffel Salz. Den Fenchel könnt ihr jetzt in der Kokosmilch erstmal noch mal ein paar Minuten kochen lassen. So 2 Minuten vielleicht. So, und ungefähr nach 2 Minuten könnt ihr dann auch die Cashew-Sahne dazugeben. Also wie gesagt, ungefähr die Hälfte jetzt. 250 Milliliter. Einmal aufgießen und dann nochmal aufkochen lassen. Ja, sobald es aufkocht, merkt ihr auch, das wird gleich ein bisschen dicker und sämiger durch die Cashew-Sahne. Ihr könnt jetzt ruhig mal so 1/2 Minute köcheln lassen, bis es richtig schön angedickt ist. Und dann könnt ihr auch eure rote Beete-Würfel in die Soße geben. Die Hitze könnt ihr auch schon ausmachen. Den Topf erstmal noch drauf stehen lassen und das Ganze schön unterrühren, damit ihr solche schöne rosa Farbe bekommt. Und da könnt ihr am besten erstmal einen Deckel drauf machen und das Ganze am besten von der Hitzequelle schieben, damit es jetzt nicht anbrennt später. Und das Ganze, ja, so ein paar Minuten einfach mal durchziehen lassen. So, wenn das Ganze ein bisschen durchgezogen ist, könnt ihr jetzt einfach nochmal durchrühren und dann eure rote Beeteherzen vorsichtig reingeben und diese ganz vorsichtig wirklich nochmal unterheben, dass sie nicht jetzt beim Rühren kaputt gehen. Und dann nochmal ganz kurz warten, bis die Herzen warm sind. Das sollte nicht lange dauern, vielleicht 1 Minute oder so. Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen Reis dazu gekocht. Ihr könnt allerdings auch Kartoffeln dazu nehmen oder Quinoa oder vielleicht sogar Nudeln. Ja, ist wirklich euch überlassen, was ihr dazu essen möchtet. Ich finde es einfach, Reis passt ziemlich gut dazu. Und ich habe mir jetzt hier ein Reisherz gemacht. Wenn euch das jetzt schon zu viel Herz ist, dann könnt ihr natürlich einfach einen Reisring machen oder das auch ganz anders anrichten. In die Mitte gebe ich jetzt ganz einfach das Fenchel-Rote-Bete-Ragout. Und euer gehacktes Fenchelgrün könnt ihr dann noch ein bisschen oben rüber streuen. Und fertig ist euer Fenchel-Rote-Bete-Ragout mit Herz. Und auf den ersten Blick sieht man jetzt die Herzen in der Soße nicht so hundertprozentig. Deswegen könnt ihr es auch ganz einfach so machen, dass ihr die Herzen ausstecht, vielleicht sogar größere Herzen ausstecht und diese entweder einfach so lasst oder vielleicht ganz kurz in der Pfanne in ein bisschen Gewürzöl anbratet und dann nachher sozusagen oben rauflegt, dann fällt das Ganze nochmal mehr auf. So, im Grunde finde ich es aber gar nicht so schlecht, denn wenn euer Partner oder euer Geliebter oder was auch immer das nicht weiß, was ihr da gemacht habt, dann ist es gleich noch ein Überraschungseffekt, wenn ihr dann beim Essen merkt, dass da Herzen in der Soße sind. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ja, mal kosten. Ja, finde ich wirklich sehr lecker. Ist auf jeden Fall ein sehr mildes Gericht. Also wenn ihr zu Hause wollt, könnt ihr es auch noch ein bisschen mehr aufpeppen mit vielleicht Chili. Mit ein bisschen Knoblauch kann ich mir auch sehr gut darin vorstellen. Ja, das könnt ihr aber selber noch ein bisschen machen. Und ich finde, der Geschmack, also der milde Geschmack, passt doch irgendwie zur Farbe. Aber naja, ist vielleicht auch Ansichtssache. Das Gericht ist jetzt auch komplett ohne Soja. Wenn ihr es allerdings ein bisschen einfacher haben wollt, also wenn ihr die Cashew-Sahne gerne weglassen wollt, dann könnt ihr auch stattdessen einfach Sojasahne nehmen. Müsst allerdings darauf achten, dass ihr das nicht zu früh reingebt, also das nicht so lange mitkochen lasst, weil es sehr leicht ausflockt. Und außerdem kann es sein, dass die Soße dann auch ganz einfach ein bisschen flüssiger wird, aber ich finde, das würde auch nichts machen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen, einen schönen Valentinstag und bis zum nächsten Video. Tschüss!